Mein Name ist Michael Schäfer. Ich bin Diplom-Orthopädie-Technikmeister und Geschäftsführer der Poly GmbH und betreibe seit ungefähr 35 Jahren meinen Beruf mit sehr großem Enthusiasmus und Begeisterung. Und Sie haben hier auch eine Rolle an der ISPO hier in Hannover. Genau, ich bin seit 2022 der erste Vorsitzende der ISPO in Deutschland und versuche in dieser Funktion auch so ein bisschen Leben in der ISPO zu gestalten, die Fachwelt so ein bisschen zu vereinen, mit einem ganz tollen Vorstand im Rücken mehr oder weniger auch hier die fachlichen Themen aufzugreifen, die internationalen Themen aufzugreifen und hier in Deutschland aufs Parkett zu bringen. Sehr spannend ist es zu sehen, wenn man auf den Programmzettel schaut, wie viele verschiedene Vorträge aus so vielen verschiedenen Disziplinen hier da sind, wie viele Bereiche da eigentlich auch angegangen werden. Wollen wir kurz einen Blick zurückschauen, vor 20 Jahren weg bis heute. Wo sind Sie eigentlich die Innovationen, die Sie auch gepackt haben der letzten zwei Dekaden? Naja, also mal vorsichtig gesagt, wir haben einen ersten großen Break vor ungefähr 17, 18 Jahren gehabt, als damals multiartikulierende Hände aufs Tableau kamen. Das war für alle komplett neu und alle haben gestaunt, was da für Bewegungen auf einmal machbar sind. Und man hatte damals, obwohl wir noch sehr rudimentär unterwegs waren, was die Technologie anging, man hatte damals schon gesagt, wir nähern uns der Natur an. Mit der Bewegung, mit den Bewegungsmustern etc. Und wir waren eben in den ganzen Bereichen zur Vorbereitung für derartige Annäherungen noch sehr traditionell unterwegs. Und ich denke, in den letzten 15 bis 20 Jahren haben sich hier sehr viele Schritte vollzogen, ob das von der Medizin, also von der Chirurgie war, eben die richtigen Maßnahmen zu legen, um solche Technologien überhaupt zu nutzen oder nutzen zu können. Aber auch von der Therapie, wie gehe ich nach einer solchen operativen Maßnahme damit um? Und letztendlich sind wir von der Technik dann auch noch gefordert, ob das jetzt wir Orthopädie-Techniker sind oder auch die Hersteller, letztendlich auch entsprechende Technologien zur Verfügung zu stellen, damit man derartige Fortschritte in der operativen Behandlung nachher auch für den Patienten nutzbar machen kann. Das ist auch ein entscheidender Faktor. Und ich denke, da hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren einiges getan. Wir stellen fest, dass wir von der Natur oder dass die Natur uns große Anforderungen aufgibt und dass wir stellenweise noch sehr primitiv sind, was unsere Technologien angeht. Aber die Fortschritte in die Bereiche, also auch in die Sensorik hinein, das ist ja schon ein Thema, das uns auch in der Umsetzung am Patienten tagtäglich stark beschäftigt. Und Sie als Orthopädietechniker und auch Geschäftsführerin des Unternehmens, haben Sie nicht Sorge, dass diese Innovationen auf Kosten der Versorgungsbreite gehen? Naja, die Spezialisierung ist hier natürlich schon notwendig. Und ich denke, so wie man das früher vielleicht noch bei Holzprothesen gemacht hat, dass man um einen Beinstumpf oder um einen Armstumpf was herumgebaut hat, was halt aussah wie ein Bein oder wie ein Arm, die Zeiten sind vorbei. Wir müssen uns deutlich intensiver und spezialisierter mit diesen Thematiken beschäftigen. Und ich denke, auch heute sieht man bei unseren Kollegenbetrieben, aber auch bei uns im Unternehmen, wir haben Schwerpunktbereiche, die technologisch anspruchsvoller geworden sind, auch tatsächlich spezialisiert. Also das heißt, wir betreiben das mit Spezialistenteams, um eben auch hier sehr vertikal, sehr tief einzusteigen und die Technologie auch entsprechend umsetzen zu können. Das ist ein wesentlicher Schritt, der notwendig ist. Und wir sehen das ja auch hier in den Vorträgen, dass hier Spitzenmediziner am Werk sind, wenn es darum geht, zu amputieren. Hätte man wahrscheinlich vor ein paar Dekaden auch nicht gedacht. Vor ein paar Dekaden hätte man noch den Jüngsten genommen. Wie sich das gewandelt hat, dass wir wegkommen möglicherweise von diesem Ende der Therapie mit der Amputation? Also ich glaube, was zunehmend in den Vordergrund tritt, man hat es früher fast in jedem Fachbuch gelesen und jeder hat es erzählt, aber es ist ganz wenig gelebt worden. Die Interdisziplinarität, das heißt das Zusammenwirken, das Verzahntsein ineinander, das ist genau bei solchen Technologien zunehmend wichtig. Und ich bin sehr dankbar, ob solcher Formate, wie wir es jetzt hier in Hannover haben, dass wirklich aus Medizin, Therapie und Technik
überschneidend berichtet wird und vor allem auch, man merkt ja sehr gut, wie der Austausch stattfindet, wie die eine Disziplin von der anderen Disziplin auf einmal Sachen weiß, annimmt und auch in ihre Vorträge mit integriert. Das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Schritt, um zu einem besseren Verständnis und dann auch zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Glauben Sie, dass sich Ihr Beruf Orthopädietechniker, Orthopädiemechaniker in 20 Jahren wandeln wird? Eine sehr gute Frage. Natürlich wandelt er sich und er wird sich massiv wandeln, meines Erachtens. Also unsere Techniker, die fragen auch von Zeit zu Zeit, werden wir das so behalten und wird es so bleiben? Und ich pflege da immer zu sagen, nichts wird so bleiben, wie es ist. Wir haben uns in den letzten 10, 15 Jahren so kontinuierlich weiterentwickelt. Die Sprünge werden größer und kürzer. Das ist sichtbar in den letzten Jahren schon, dass auch die Technologie Fortschritte macht, die deutlich schneller sind als vor 20 Jahren noch. Aber für mich ist klar, dass wir in 20 Jahren in unserem Beruf technologisch betrachtet mit anderen Hilfsmitteln versorgen werden, wie wir es heute noch tun. Natürlich wird die Eigenschaft des Orthopädietechnikers immer bleiben mit dem Patienten. Umzugehen, dem Patienten die Technologie auseinanderzusetzen, ihn zu begleiten und vor allem auch für den Patienten und mit dem Patienten gemeinsam technologische Wege zu definieren. Aber die Möglichkeiten, die uns in 20 Jahren zur Verfügung stehen, die werden mit Sicherheit auf einem ganz anderen Niveau liegen, wie wir es heute noch haben. Da bin ich mir sicher. Herr Schäfer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Dankeschön.